So, da... Ah. Ich wollte gerade sagen, so, da sind wir wieder. Aber wir werden gerade... Ach, nö. Ja, ich lade einfach nochmal neu. Wir sind echt weit gekommen, diese Folge. Innerhalb der ersten 10 Sekunden getötet. Das muss ein Rekord sein. So, keine Drachen. Okay, es sind keine Drachen. Es sind Eis, Dinos, Echsen, irgendwas. Blauer Kristall. Haben wir hier auf der Ebene schon einen blauen Kristall gefunden? Ich glaube nicht. Warum kommen jetzt keine Dinos? Ah, da müsst ihr schon. Ich hätte es nicht heraufbeschwören sollen, denn wir haben... Ihr jagt im Rudel, ne? Okay, okay. Wir laufen einfach ganz schnell da runter und hoffen, dass... Ah ja, genau. Und ich soll irgendwo einen Schlüssel übersehen haben, der in einem Dino steckte. Das heißt, wir nehmen jetzt alle Schnitzel, die wir finden und gucken einmal drunter. Das ist ein Vanilleschnitzel, das wollen wir nicht. Ich glaube, wenn wir da runter gucken, kriegen wir einen Kopf abgebissen. Ah, da ist ein goldener Schlüssel. Schön, jetzt haben wir einen verschnörkelten Schlüssel, einen goldenen Schlüssel und ich hätte trotzdem ganz gerne lieber einen blauen Kristall. Aber gut. Laufen wir wieder hoch durch diesen Dreher. Einmal gedreht. Nochmal gedreht. Also ja, wir laufen jetzt wieder ganz hoch, benutzen den blauen Kristall, bereiten schön unsere Zauber vor und bringen die Dinos nochmal um. In der Hoffnung, dass wir diesmal weiterkommen. Weil anscheinend respawnen die wirklich. So, da war nichts, da ging es hoch. Wie schaffe ich das auf einem so kurzen Weg, mich schon wieder zu verlaufen? Und blauer Kristall. Die Tür haben wir gar nicht aufgemacht. Oh, da ist ein blauer Kristall. Und hier haben wir den falschen Schlüssel für. Hm. Deswegen war die Tür wohl auch noch zu. So, Feuerball hilft dir gegen die Blitzstrahl auch. Gut, gut. Ja, ich weiß, wir haben auf fast jeder Etage jetzt noch Secrets, die auf uns warten. Aber die wollte ich später ja alle machen. Also so wie letztes Mal auch. Wir gehen halt mit relativ mäßigem Tempo einmal durch den Dungeon durch. Dann fällt uns irgendwann auf, oh, wir haben ganz viele Secrets verpasst. Und dann gehen wir wieder zurück in irgendeiner Folge oder zwei und machen die dann neu. Oder machen die dann. So, worauf ich mich vor allem auch schon freue, ist mein Plattentanzer. War die Schriftrolle da schon immer? Achso, das war die... Dies ist der karierte Raum. Ja. Genau, ich freue mich auf den Plattentanzer. Obwohl er inzwischen hier schon eine gefunden hat. Aber das ist nur ein Kettenhemd mit 6 Schutz. 6 ist nicht wirklich viel, weil dieser Chitinpanzer macht jetzt schon 9. Und das ist eine leichte Rüstung. Also hoffe ich einfach mal, dass der Plattenpanzer, der da auf dem Boden lag, 3 Level höher oder was das waren. Wieso kommst du schon so weit raus? Dass der Plattenpanzer wenigstens ein ordentlicher ist. Falsch. So, Schnitzel. Kein Schlüssel drunter, hat irgendjemand Hunger. Weil das Fleisch sollten wir gleich aufessen, das wiegt viel zu viel. Und die Fackel ist alle. So. Ach, da wieder Dreher. Ja, obwohl hier in dem Spiel geht das eigentlich, denn die Wände sehen ja alle unterschiedlich aus oder größtenteils unterschiedlich aus. Ich denke mal, es gibt 4, 5 Texturen. Vielleicht auch ein paar mehr. Aber nicht so wie bei Dungeon Master, wo wirklich jede Wand genauso aussah wie die andere. Da waren Dreher richtig nervig. Ah, Dreher, ja. Dich war schon. Wo bleibt er denn? Der müsste doch schon längst da sein. Und beißt uns in Po. Genau, du beißt uns in Po. So, nächste Schnitzel. Na komm, ist die.
Also ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass die respawnen, sonst verbraten wir gerade jede Menge Essen. Was aber auch nicht wirklich schlimm wäre. Wir könnten ja im Notfall einfach wieder hochgehen zu den Schnecken. Aber ja. So, kein Überraschungsangriff in der Nacht durch ein Eisdino? Nö, anscheinend nicht. Das und das und das wieder zu. Und Dreher 1. Dreher 2. Jetzt können wir mal gucken, ob Dinos schon wieder respawned sind. Also es wäre mal ganz interessant zu wissen, was genau jetzt die Dinos bewegt zu respawnen oder allgemein Gegner dazu bringt zu respawnen. Ob das wirklich Zeit ist, also schlafen oder vielleicht ein Ebenenwechsel? Was könnte es noch sein? Irgendwelche Druckplatten. Also nicht Druckplatten, wie wir sie zum Rätsellösen kennen, sondern unsichtbare Druckplatten. Wo dann halt ein Skript ausgeführt wird. Tritt da drauf und die respawnen, obwohl das recht unwahrscheinlich ist. Weil da könnte man immer hin und her laufen und die würden durchgehen. Überall spawnen. Aber wie es scheint, sind es echt nur zwei Dinos, die relativ schnell respawnen. Da sollten wir vielleicht jetzt hier durch, ohne zu schlafen, obwohl wir es jetzt ja eigentlich schon wieder müssten, fast. Und schnell einen blauen Kristall hier unten finden. Ich höre Türen auf und zu gehen. Und hier waren wir schon mal. Du machst was auf. Ich habe was aufgehen gehört. Ah, noch mehr Dinos. Aber das sind jetzt nicht die von hier vorne. Hoffe ich jetzt mal. Ah, letzter Feuerball. Oder? Ist da noch einer drin? Ja, schön. So, wir kommen langsam voran. Jede Menge Knochen. Das scheint wohl deren Höhle zu sein hier. Oh, ein Circlet of War. Also eine Krone oder ein Krönchen des Krieges. Also ist eigentlich so eine Art Stirnreif. Schutz plus 1, Stärke plus 3. Das ist ganz nett. Und kriegt einen Magier auf. Ja, ich weiß, ein Magier macht nicht wirklich viel Sinn, aber die in der ersten Reihe brauchen den Schutz. Und so hat er wenigstens mehr Stärke, um mehr zu tragen. Und dieser Bettlerhut hier. Ah, da kommt ein Dino. Der Bettlerhut ist genauso stark gewesen. Also vom Schutz her. Lalala. Das müssen jetzt die Nahkämpfer ausbaldowern. Oder wir laufen einfach weg. Aber beim rückwärts weglaufen ist immer so die Sache, dass man sich irgendwo verlaufen könnte. Ha, ich könnte doch einfach nicht rückwärts weglaufen. Das wäre mal was ganz Neues. Also richtig koordinieren, umdrehen, weglaufen und nicht zurückgucken. Aber nee, sicher ist sicher. Wir müssen einfach nur ein bisschen hier im Kreis tanzen mit dem Dino. Das macht ihm bestimmt Spaß. Vor allem, wenn wir die treffen, macht es ihm richtig Spaß. Ich frage mich, wie das auf normal und einfach ist. Da bewegen sich die Gegner ja langsamer. Das muss denn ja richtig Suche sein. Kann bestimmt fast um die rumlaufen und sie backstabben, bevor sie sich drehen. Okay, das ist vielleicht übertrieben. So, Fackel laden wir auch mal ein. Ja, jede Menge. Warum war die Tür offen? Hier waren wir noch nicht. Deswegen war die Tür offen. Torum hat es hier drin irgendwo verbunkert, weil Dinos ihn angefallen haben. So, Kraut kommt mit. Also dafür so viel hier rumlaufen, ist hier echt fast gar nichts. Aber wahrscheinlich übersehe ich es nur, weil ich zu schnell durchlaufe. Oh. Wieder die betenden Mönche. Wieder so eine Dreierstatue. Und ein Ornamentschlüssel passt hier bestimmt rein.
die äußere heilige Stätte. Speichern. LP 068. Bereiten wir schon mal einen Feuerball und einen Blitzstrahl vor. Vielleicht ist noch ein zweiter jeweils drin, aber... Wir wissen, wie sie mich ärgern können. So, das ändern wir mal in Eis-Dingens. Jetzt machen wir noch ein Feuerschild. Und schon haben wir zwei hier. Na komm. Sobald der andere hier reinkommt, verschwinde ich im Teleporter. Wenn ich das denn noch kann. Aber ich hoffe einfach mal, dass er hinten bleibt, weil er immer ausweichen will. Wem oder was auch immer er ausweichen will. Ah, der ist immer schön hinten. Ja, sauber. Wollen wir den auch noch umbringen? Ja, ich glaube, es wäre besser, ihn umzubringen, anstatt in einen Teleporter reinzugehen, wo man nicht weiß, wo man rauskommt. Vielleicht wären da ja nochmal vier Feuerelementare. Und wir haben gerade ein Feuerelementar gebacksteppt. Was für wichtige Organe haben wir da wohl getroffen? So, Blitzstrahl. Ganz knapp keine Energie. Da fehlt echt nur ein Fitzel, denke ich. Jetzt brauchen wir wieder den blauen Kristall. Und nun hat der Dieb keinen Schaden machen. Nein. Doch, Eis ist noch hier. Das kostet ja nicht so viel Mana. Also jedenfalls nicht so viel wie der Feuerball. 15. Ach komm, das kannst du besser. Versuchen wir mal, ihn wieder zu backstabben. 9. Oder einfach tothauen. So. Was steht da an der Wand? 3 uralte Beings sind Lebewesen der Tiefe. 3 uralte Lebewesen der Tiefe. Obwohl Beings heißt nicht unbedingt Lebewesen. Es heißt nur sich selbst erkennende Wesen. Also es können auch Götter sein, zum Beispiel. Das sind ja keine Lebewesen. Oder? So, da ist noch ein Teleporter. Wir sind wohl so eine Art neuem Nexus. Wir waren ja schon mal ein paar Level weiter oben in so einem Raum, wo wir 4 Teleporter hatten. Und das wird sowas ähnliches hier sein. Also, Hände, die schlachten, Augen, die verwirren. Oder täuschen. Nee, ich wollte jetzt eigentlich keine Rätsel lösen. Ich würde gerne einen blauen Kristall haben. Hier leuchtet so blau. Ich kann aber nicht klicken. Schade. Und eine Tür ohne Schalter. Ha. Diese Buntglasfenster sind auch neu. Also das haben wir schon mal gesehen, aber die hier sind... Was ist da? Die hier sind neu. Die Sonne aus Hass. Okay. Markiere ich mal ganz kurz für später. Aber ich würde ungern da jetzt reinspringen in einen von den Räumen. Weil ich denke mal nicht, dass ein blauer Kristall in so einem Unterbereich sein würde. Der müsste eigentlich eher zentral gelegen sein. 3 Beings. Ne, 3 Ancient Beings of the Deep. Ja, das passt definitiv zu diesen Gedankenschindern. Oder Elysiden, wie die heißen. Aber da haben sie bestimmt kein Copyright drauf. So, und hier war Hände, die schlachten und Augen, die verwirren. So, Hand, Auge, das soll reichen. Ich will nicht so viel tippen. Und dann könnten wir jetzt zurückgehen und da weiter oder da noch gucken. Da ist überall noch Platz. Aber ich glaube nicht, dass in so einer Seitennische der blaue Kristall drin sein wird. Also, gucken wir da mal raus. Die Tür ohne Schalter ist der Ausgang. Juhuhu. Jetzt sollen wir mit 2 Leuten hier 3 Rätsel machen? Ich weiß ja nicht.
Wir haben nicht wirklich eine Wahl, ja? Na gut, speichern wir in einem neuen Slot ab, machen mal einen Cut und gucken dann, ob wir durch die Räume hier weiterkommen. Und sonst müssen wir halt 68 nochmal laden. Das war ja direkt vor der Tür hier. Also dann, bis gleich.